frage ich nochmal rückblickend nach dem Jena-Spiel. Glückwunsch zu diesem Sieg. Wie lange braucht man denn, um dann so ein Spiel so zu verarbeiten, dass man wieder einen normalen Puls bekommt und sich auf die nächsten Aufgaben konzentrieren kann? Frage an beide. Ja, erstmal Tag an alle. Wie lange braucht man? Ja, es ist ja ein Sieg gewesen und deswegen verarbeiten ist es ein bisschen einfacher als so eine Niederlage, aber war schon sehr emotional, muss man sagen, weil auch in meiner langen, langen als Spieler oder jetzt als Trainer ist es schon ein Spiel, so wie es gelaufen ist, ja, was Besonderes gewesen. Der Gegner, die Zuschauer, Stadion und Unterzahl und dann 101. Minute, 102. Minute klingelt das und du gehst als Sieger vom Platz. Das war schon auch die Art und Weise, wie das dann explodiert ist. Ja, das ist schon was Tolles gewesen. Aber das Verarbeiten, ich meine, man muss trotzdem als Trainer irgendwie dann schnellstmöglich runterfahren, damit man eben das Spiel gegen Greifswald dann weitermacht. Aber das muss man einfach zugeben, ist es immer noch drin. Ja, erstmal hallo. Ich muss auch sagen, dass es halt nichts Alltägliches, dieses Spiel so, wie es abgelaufen ist, dass du 2-1 führst und danach kommt die rote Karte da hinzu und dann machen die den Ausgleich. Und dann, dass wir in der 101. Minute oder was war, ich weiß auch nicht, wie lange Nachspielzeit war, ist mir auch relativ egal, aber ich bin einfach froh, dass wir das Spiel dann noch gedreht haben, weil irgendwo war es ja dann auch verdient, wenn du in Unterzahl die für den Führungstreffer machst. Ist auf jeden Fall unglaublich, sowas, so ein Gefühl hatte ich noch nie im Fußball. Die Heimfahrt ist ja nicht ganz so lang von Jena. Was ist da passiert im Bus? Wie war's? An mich genommen? Ja. Also, ja, wir waren halt alle sehr, sehr glücklich, dass wir das Spiel so gewonnen haben. Wir haben uns alle sehr gefreut. Aber wir wussten auch, dass wir halt, dass bald das nächste Spiel ist. Wir haben uns einen Tag danach noch, haben wir uns darüber gefreut, aber wir haben ein paar Tage frei bekommen. Aber jetzt geht es erstmal dran. Greifswald zu denken. Blicken wir vielleicht jetzt schon auf das Spiel gegen Greifswald. Vielleicht zum Personellen. Da ist eine Änderung mindestens mal sicher, nämlich Ricardo Grimm wird nicht starten, weil er gegen Rot gesperrt ist. Weißt du schon, wen ersetzen wird und wirst du weitere Änderungen vornehmen in der Startelf? Ich habe erstmal zwei Optionen da auf der Position, wie ich das taktisch mache, aber bin jetzt, wir haben gestern trainiert und muss mir das heute und morgen angucken und dann den letzten, ja, sag mal, so ein Bauchgefühl reinzubekommen, wen ich da aufs Feld schicke, weil da gibt es zwei, sogar drei Varianten, die wir spielen können, ohne großartig jetzt alles auf den Kopf zu stellen. Tobias Dombrova, eine der drei Varianten. Auf der 10, ja. Ja, natürlich, Tobi, ist ja das bei uns, habe ich ja immer gesagt, dass ich Spieler immer hole, die mehrere Positionen spielen können. Und natürlich, weil Tobi kann das, ist ein bisschen andere Spielweise als Ricardo, wenn die drei im Mittelfeld spielen und mit Tobi, weil er kann hängende Spitze spielen, kann 10 spielen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, auf jeden Fall. Jetzt war im Tor ja die ersten beiden Spiele mit Isa Doğan drin und auch im Pokal und die letzten beiden Niklas Müller. Wie sieht es da aus? Zeichnet sich schon ab, wer die Nummer 1 bleiben würde in der Saison oder willst du noch weiter Eindrücke sammeln von den beiden? Die Nummer 1 ist der, der spielt. Das ist einfach bei den dichten Leistungsspanne, was die haben. Es ist einfach so, dass ich vorher vor dem Pokalspiel gesagt habe, dass Eilenburg auf jeden Fall Niklas. Die Gründe habe ich auch gesagt, warum, weil im Tor ist, dann, ja, Isa hat eine überragende Vorbereitung gespielt und ist zu Recht dann die ersten Spiele drinne gewesen. Und nach jedem Gegentor war die Unsicherheit ein bisschen mehr drinne. Dann kam dieses 1-0 unglücklich und man merkt, dass er sich viele Gedanken gemacht haben. Wir haben zweimal gesprochen. Und nach dem Eilenburg-Spiel mit Torwarttrainer nochmal geredet und überlegt und habe dann wirklich einen Tag vorher dann entschieden, dass Niklas dann in Jena ist, weil auch irgendwo Isa auch zu schützen, weil Jena ist jetzt nicht einfach so ein Spiel gewesen, sondern
mal, ich sage es immer noch, ein junger Mensch, der dann in ein Spiel reingeht ja, so ein bisschen wackelig rein. Und das war mir dann die Woche, die 2 Tage und die Gespräche mit Pipi. Dann habe ich gesagt, nee, ich lasse jetzt Niklas, wir haben gegen Eilenburg gewonnen, lass ihn drinne, schütze so ein bisschen Isa und ja, am Ende Niklas hat das dann überragend gemacht und der Rest ist eigentlich so, wie es Fußball immer ist. Es ist einfach so, wir spielen Fußball, damit wir spielen und die, die nicht spielen, sind traurig oder sauer oder enttäuscht, aber die müssen eben zugucken, dass sie dann ihre Chance, so wie es nur, Niklas gemacht hat, auf seine Chance zu warten und wieder reinzukommen, weil es ein Mannschaftssport, wo dann auf dem Punkt derjenige nur spielt, der mir das Gefühl gibt, dass das für die Mannschaft das Richtige ist. Könnte also sein, trotz deiner wirklich starken Leistung, dass auch Isa am Samstag die Chance bekommt, weil du das dann von der Woche auch von den Trainingseindrücken dann abhängig machst, weil die auch beide erstmal nahezu ein Level haben. Na, jetzt ist ja eine Situation, wo es ein bisschen schwieriger ist. Ja, ist ja jetzt, letztes Jahr war es ja so, dass durch die ganzen Zahn-OPs und Niklas dann verletzt, Isa dann verletzt, immer wieder rotiert wurde. Jetzt ist es ja so, dass man auch, habe ich ja gerade gesagt, aus dem Grund, wo ich gesagt habe, der ist mir da vom Kopf her unsicher, macht sich zu viele Gedanken und kann ich mir nicht erlauben, wenn ich auf der Bank ein Niklas habe, kann ich mir das nicht erlauben. Und das ist so ein Bauchgefühl, wo ich ihn spielen lasse. Und ich kann jetzt nicht alles auf den Kopf schmeißen und irgendeine Rotation machen, so oder so, weil es eine ganz andere Situation ist. Und dementsprechend wird so höchstwahrscheinlich Niklas im Tor sein. Außer es passiert jetzt irgendetwas, was wir nicht hoffen. Greifswald kommt, die einen ganz, ganz starken Start hingelegt haben, wahrscheinlich auch nicht ganz so überraschend für dich. Die haben sich enorm verstärkt und sehr viel Erfahrung eingekauft. Mike Eggeseder kommt zurück. Was erwartet euch am Samstag? Was wird das für ein Spiel? Na, kein einfaches Spiel, weil ich meine, es ist ja immer, letztes Jahr war es ja so, dass sie aufgestiegen sind, da hat man die so ein bisschen, ich kann mich ja nach der Niederlage gegen uns erinnern, wo die alle komplett, also die Top-Spieler bei denen fit waren gegen uns. Ja, dass man, abgesehen davon, dass wir da schlecht waren, so ein bisschen die unterschätzt hat. Aber ich denke, in der Liga, wenn man die Namen sieht und jetzt, wen sie alles geholt haben, ist es nicht verwunderlich, dass die da stehen. Das ist das Erste. Zweite ist, ja, ich meine, man unterhält sich links, rechts und redet und dieses bei Greifswald ist doch so, dass man die Hoffnung schon hat, dass man oben anklopft und in der nächsten Zeit vielleicht dritte Liga spielt. Sonst würde man ja nicht diese Spieler holen, die sie geholt haben. Die haben letztes Jahr viele Trainer entlassen oder mit Groß musste ja einer aufhören wegen gesundheitlichen Gründen. Dann ist ein neuer Trainer gekommen, den hat man auch entlassen. Jetzt hat man wieder einen neuen Trainer geholt und das macht man ja nicht, wenn man sagt, naja gut, wir bleiben jetzt in der Liga und da machen wir etwas. Ja, man holt Spieler wie Benjamina nicht oder Guido Kocha oder Jakubow nicht, man holt nicht ein Ditlov, man Kratzer von Greuther Fürth und kann ich jetzt ganz viele aufzählen und man kann sich natürlich dahinter verstecken und sagen, wir sind der Greifswalder FC, haben Jahrzehnte irgendwo in der Oberliga gespielt, aber jeder, der das macht, denke ich, macht einen riesen Fehler, weil es sind 4 Spiele und die haben 10 Punkte und die kommen hierher. Ich denke, dass sie nicht hierher kommen, um zu sagen, naja, gucken, was wird, sondern die sind vor uns in der Tabelle und wollen uns wahrscheinlich schlagen. Und wir sind diejenigen, die sagen, kommt mal und wollen natürlich hier drei Punkte zu Hause lassen, dass die nicht mit 3 Punkten nach Hause gehen, sondern einfach, dass wir zu Hause unsere 3 Punkte holen und gewinnen. Und das ist auch unser Anspruch. Abgesehen von den ganzen Personellen, dass die gut, jetzt ist der Schelle gesperrt, wie bei uns der Ricardo, aber daran sieht man ja auch, dass man einen Spieler, der noch einen Vertrag hatte bei letzten Verein, ihn einfach dann trotzdem alles dafür tut, dass man den holt, was für Ansprüche die haben.
nimm uns doch mal mit. Das letzte Spiel hier beim FC Lok, das Pokalfinale, was du erlebt hast, auch wenn du nicht auf dem Platz standest. Hast dann den Club verlassen und bist dann nach vielen Wochen wieder hierher zurückgekehrt. Was ist denn zwischendurch passiert? Was hast du erlebt? Boah, ich war ja auf der Tribüne bei dem Spiel gegen Chemnitz im Pokalfinale und ich muss sagen, da sieht man, was im Verein alles möglich ist. Was mit den Zuschauern, wo die alle auf dem Platz waren, mit uns gefreut haben, mit uns gefeiert haben. Und ja, dann hatte ich mal eine kurze Überlegungsphase, eine bisschen längere. Aber es ist sehr viel passiert, ich will da auch nicht so sehr drauf eingehen, weil diese Zeit hat mich auch ehrlich gesagt vom Menschen her persönlich besser gemacht und stärker gefallen. Und Alma hat mich ja komplett verfolgt zu der Zeit. Ich habe ja auch oft mit Alma telefoniert. Der weiß, er ist glaube ich einer der wenigen, der weiß, wie es abgelaufen ist alles. Und ich bin halt einfach nur froh, dass ich wieder hier bin und Fußball spielen kann. Ist ja auch ein bisschen schwer, wenn du irgendwo hingehst mit dem Kopf, dass du höher spielst. Und dann nochmal zurück in die Regionale ist auch nicht so einfach, aber du musst es halt als Spieler annehmen und ich bin halt sehr froh, dass ich hier bei Lok bin und Gas geben kann und mein Ding durchziehen kann. Was waren dann die Erlebnisse, die dich menschlich stärker gemacht haben oder noch mehr reifen haben lassen? Waren das manchmal auch vielleicht leere Versprechungen, falsche Versprechungen, die einem da Vereine gemacht haben, wie auch immer? Nee, ich hab in der Zeit habe ich gelernt, dass es halt Leute gibt im Fußball, die nicht so sind, wie die so tun, als wenn die es wären. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber die reden einfach leere Worte, was die einem sagen. Und da habe ich so gelernt, dass du halt nicht jedem einfach so blind vertrauen kannst. Und ja, es ist halt noch viel, viel mehr passiert, aber ich will da nicht so sehr drauf eingehen. Ich will die Zeit, die hat mich geprägt jetzt, will ich mitnehmen. Bin ich auch dankbar, dass ich das machen durfte, diese Erfahrung, wo ich war und so. Aber ich will das jetzt auch so langsam vergessen, weil ich bin jetzt hier und jetzt Wochenende gegen Greifswald. Ich will die Saison mit Lok positiv beenden. Und ja.